Fahren wir oben am Wasser. Hängen wir das Ruderl an Zahn. Sehen wir hinterher zum Dirndl. Sitzen wir nieder auf Baum. Das ist unser Flosshaus. Das ist unser wichtigstes Werkzeug. Und so wird das Floss zusammengebaut. Und mehr haben wir nicht. Mehr brauchen wir auch nicht. Ja, da brauchst du nichts sagen, die wissen genau jeder, was er machen muss und was er tun muss. Ich bin jetzt in der vierten Generation. Mein Urgroßvater, der hat da das Flussgeschäft schon gehabt. Vor 200 Jahren war die Welt eigentlich schon eine komplett andere. Das sind harte Arbeitsbedingungen, das können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen. Wir sind ja so bequeme Leute geworden und uns geht es so gut. Die Flößerei, ohne die wäre ganz sicher alles anders, wie es heute ist. Da war vielleicht unsere Landschaft nicht so schön, weil wir nicht so viele Rodungsflächen hätten. Aber es war eine fürchterlich harte Arbeit. Es hat sehr viele Tote gegeben und Schwerverletzte bei der Holzarbeit. Es gab Stromschnellen, es gab Überfälle. Es gab ja auch Räuber, die wirklich auf diese Flößer gewartet haben, weil die haben ja wirklich Geld oder Waren bei sich gehabt. Farmer auf Minga mit dem Floß. Da geht's viel schneller als wir mit dem Ross. Dieser ist mein Leben. Das ist die Ader. Das Wasser, das gehört zu unserem Leben dazu. Das ganz glasklare Wasser der Isar, wenn das Floß da langsam drüber gleitet. Was soll man sagen? Das ist wie eine zweite Braut, gell?